Also Sie haben das Wort. Vielen Dank. Wir haben unsere Klausurtagung jetzt abgeschlossen. Wir haben 2,5 Tage engagiert diskutiert. Wir haben uns intensiv mit unseren Brot- und Butter-Themen beschäftigt. Soziale Marktwirtschaft, Bildung, Bürgerrechte und die Entwicklung in Europa. Wir hatten sehr interessante, wichtige Gäste, gerade jetzt Diskussion mit Herrn Fitschen, zukünftigen Vorstandssprecher der Deutschen Bank, und Frau Professor Werder Di Mauro vom Sachverständigenrat zu Ende gegangen, zu dem wichtigen Euro-Thema, zur Entwicklungsperspektive in Europa. Wir haben es unter dem Motto gestellt, ein freiheitliches Europa. Und wir sind uns einig, dass wir, nachdem der Stabilitätspakt, wie er bisher war, seine Wirkung nicht entfalten konnte, 68 Mal gerissen wurde, schärfere Regeln brauchen. Ich nenne das einen Stabilitätspakt 2. Wir haben auch konkret beschlossen, dass die Rechte des Deutschen Bundestags konkret gewahrt werden müssen. Alles das, was das Haushaltsrecht des Bundes betrifft, hat der Bundestag seine Entscheidungsrechte. Er kann dies delegieren, zum Beispiel auf den Haushaltsausschuss, sodass auch die Wünsche von Herrn Schäuble, dass man auch schnell handeln kann, wenn es notwendig ist, erfüllt werden können. Wir haben uns mit der Transaktionssteuer beschäftigt. Wir sind der Auffassung, dass es nicht angeht, sie nur auf die Eurozone zu beschränken. In Europa muss London als großes Kraftzentrum Großbritannien mit einbezogen werden, sonst gäbe es eine Schieflage, die nicht vertretbar ist für Frankfurt, aber für andere Standorte, die damit verbunden sind. Anderer Schwerpunkt war in der Benzberger Erklärung formuliert in 12 Punkten, die gute Entwicklung, die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zu sichern und fortzuführen. Dazu bedarf es einer Reihe von Maßnahmen, die ich Ihnen gestern näher erklären durfte. Die Tagung fand in großer Geschlossenheit statt. Und das ist eigentlich auch unser Weg, dass wir leidenschaftlich miteinander diskutieren über den richtigen Weg, die richtigen Ansätze, dann Entscheidungen treffen und sie gemeinsam auch vertreten. Und wir sind in Regierungsverantwortung, nicht in irgendeinem Land, in Deutschland, im größten Land in der Europäischen Union, das eine Schlüsselherausforderung wahrzunehmen hat, damit es eine gute weitere Entwicklung gibt. Und wir sind auch in einer schwierigen Phase unserer Partei gefordert, durch Geradlinigkeit, Geschlossenheit und durch sachliche Kernarbeit uns neues Vertrauen wieder zu erschließen und verloren gegangenes zurückzugewinnen. Das ist im Kern das, was wir heute sagen können nach Abschluss der Tagung. Und die Atmosphäre, Sie haben es ja zum Teil miterlebt, mitten ohne Getränk, war eine gute, dass man in einer komplizierten Zeit, ohne Frage, leben wir in einer komplizierten Zeit, auch unterschiedliche Empfindungen, Einschätzungen hat, ist normal. Wir sind eine Partei der Freiheit, der Liberalität, individualistisch angelegt, da ist Vielfalt auch im Denken, am Diskutieren, miteinander beraten, Normalität. Aber am Schluss muss auch, das ist immer wichtig für eine Fraktion, die Handlungsfähigkeit stehen, damit die Regierung handlungsfähig ist. Wir aber zeigen, wir können es auch umsetzen. Wir können es eben auch regieren. Wir haben noch 2 Jahre vor uns, es ist Halbzeit. Es sind alle Chancen, dass die Regierung insgesamt und die Freien Demokraten wieder Vertrauen zurückgewinnen und die nächste Bundestagswahl gemeinsam erfolgreich bestreiten können. Unser Ziel ist nicht, unsere Regierungstätigkeit mit Ende der Legislaturperiode zu beenden, sondern in der nächsten Legislaturperiode fortzuführen. Daran arbeiten wir hart. Das ist noch eine kräftige Herausforderung. Manches ist nicht so gelaufen, wie wir wollten. Manches ist noch zu tun. Und viele Vereinbarungen stehen im Koalitionsvertrag, die der Umsetzung harren. Das ist in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode nun unsere Aufgabe. Das wollte ich Ihnen sagen. Und wenn es Fragen gibt, stehe ich gern zur Verfügung. Ein Glas Wasser. Herr Brüderle, zur zweiten Regierungshalbzeit ist dann in dieser Mannschaftsausstellung der Außenminister Guido Westerwelle gesetzt bis 2013?
Wir haben die Personaldebatte gestern beendet und gehen gemeinsam mit unserem Team an dieser Arbeit heran. Herr Brüderle, können Sie noch mal deutlich machen, Ihre Ausführungen zur Transaktionssteuer, wie endgültig ist da das Nein der FDP? Ist das nicht gewünscht, nicht gewollt oder wäre das das Ultima Ratio, die Einführung der Transaktionssteuer auf E17 möglich, wenn es anders nicht ginge? Wir halten es für falsch und wir wollen es nicht, weil wir sagen, eine Transaktionssteuer nur im Teil Europas kann ihre Wirkung nicht entfalten. Und es sind ja auch falsche Vorstellungen, die dahinter sind. Ich kann immer nur schmunzeln, jetzt als Ökonom, wenn ich den lese, man beteiligt den Finanzsektor an den finanziellen Folgen der Finanzmarktmisere. Das ist genau wie bei der Mehrwertsteuer. Das ist eine Belastung, die am Schluss die Kunden zahlen werden. Das wird überwälzt. So kein Faktor des Finals, kann man Konstellation geben, wo ein Unternehmen nicht Vollkosten realisieren kann und die normale Gewinnmarge, das gibt es immer im Finanzsektor. Aber der Regelfall ist, dass die Umsatzsteuer natürlich weitergegeben wird. Die Aufgabe an den Endabnehmer und eine Transaktionssteuer ist nichts anderes als eine Umsatzsteuer auf Finanztransaktionen. Und selbstverständlich wird sie bei normaler Marktkonstellation an den Kunden weitergegeben. Es ist eine Beteiligung der Bankkunden an der Finanzierung, nicht der Finanzinstitute. Extremfälle ausgeschlossen. Herr Brüderle, zu einer Zeit, als Sie selber ja noch Bundesminister waren, hat das Kabinett aber beschlossen, dass die Finanztransaktionssteuer einen Erlös von 2 Milliarden Euro pro Jahr für den Bundeshaushalt erbringen soll. Wo soll denn das jetzt herkommen, wenn Sie die nicht mehr wollen oder wenn deren Einführung einfach scheitert? Nein, die Beschlüsse galten, aber wir gingen davon aus, dass natürlich Großbritannien auch als großer Finanzplatz, London ist ja eine der entscheidenden Drehscheiben der Welt im Finanzsektor mit dabei ist und nicht, dass es eine Binnenmarktdiskriminierung von Frankfurt, Paris und anderen Standorten gibt, sondern dass man es gemeinsam anpackt, europaweit, das war die Geschäftsgrundlage. Wenn das so nicht umsetzbar ist, muss im Haushalt umdisponiert werden. Das ist die vornehme Aufgabe des Finanzministers, das mit Vorschlägen anzureichern. Herr Brüderle, es gibt ja neuerdings wieder die Diskussion um eine höhere Besteuerung von Vermögenden. Jetzt jüngst den Vorstoß von 4 deutschen Millionären, die auch sagen, sie würden gerne mehr Steuern bezahlen durchaus. Wie ist da Ihr Standpunkt? Sie sind herzlich eingeladen, das zu tun. Keiner ist gehindert, Herrn Schäuble mehr zu überweisen, als er muss. Und ich finde es eine gute Einstellung, wenn man sagt, ich habe so viel, ich möchte mehr für andere zu tun. Als Ansatz wählen, er kann das in Form von Stiftungen machen, Schenkungen oder an freiwilligen Zahlungen an den Bundesfinanzminister. Die Herren sind herzlich eingeladen. Ich habe auch solche Talkrunden erlebt. Gibt es einen Redner in Hamburg, der das oft erzählt dabei. Ich hatte immer gesagt, keiner hindert Sie, dem Bund oder dem Land oder Ihrer Kommune zusätzliche Mittel zu übertragen. Dazu ist er herzlich eingeladen. Es sind aber keine Zeiten für generelle Steuererhöhungen, nach meiner Überzeugung. Im Gegenteil, wir müssen die wirtschaftliche Entwicklung auch durch vernünftige Besteuerungsüberlegungen stabilisieren. Wir haben Priorität für die Haushaltssanierung. Wir haben die Schuldenbremse voller Überzeugung als Freie Demokraten mit ins Grundgesetz hineingebracht. Das hat Vorrang. Dem sind wir verpflichtet. Wir kommen sehr gut voran. Und da steht Spielraum. Wir wollen den Spielraum nutzen, durch den Abbau der kalten Progression kleinere und mittlere Einkommen an dem Aufschwung in diesem Lande teilhaben zu lassen. Und wenn jemand das Gefühl hat, er hat noch mehr Ressourcen, die er gern dem Staat gibt, ist er herzlich eingeladen und willkommen. Und mir ist noch lieber die Tat als die öffentliche Inszenierung. Weiland, Spiegel Online. Ich wollte noch mal da nachhaken. Vor kurzem hatte Herr Kauder ja eine Summe bereits ins Spiel gebracht für die Steuersenkung von, korrigieren Sie mich, 6 Milliarden. Wie beurteilen Sie so eine Größenordnung? Reicht Ihnen das aus oder sehen Sie da noch Luft nach oben? Zunächst einmal sehr positiv, dass der Koalitionspartner sich ganz klar auch in der Person des Fraktionsvorsitzenden dazu bekennt, mit uns gemeinsam Entlastungen auf den Weg zu bringen. Das ist positiv. Wir haben aber auch gemeinsam vereinbart bei den Beratungen im Kabinett, und ich halte es für den richtigen Weg, dass wir im Oktober, werden die Zahlen wohl vorliegen, die neuesten Steuereinnahmeschätzungen und Wachstumsziffern mit einbeziehen und danach unsere Präzisierung des Volumens vornehmen. Ich halte es für klug. Da haben wir auch ein Stück gelernt, dass wir erst solide Grundlagen haben,
auf dem wir das entscheiden können. Das ist eine Einschätzung von Herrn Krauder, mit dem ich mich übrigens bestens verstehe. Die Fraktionszusammenarbeit zwischen den drei Fraktionen, wenn ich mal die CSU als eigene Fraktion, die Landesgruppe nehme, ist exzellent, läuft hervorragend. Und man soll der Güte der Entwicklung keine zu engen Grenzen setzen. Ich werde aber keine Zahlen nennen. Kocki, Westdeutscher Rundfunk. Herr Brüderle, ich hätte gern gewusst, ob die Fraktion geschlossen hinter Guido Westerwelle steht und welche Rolle Herr Westerwelle noch in der FDP steht, hat vor dem Hintergrund, dass Herr Rösler klargestellt hat, dass er als Parteichef die außenpolitische Linie vorgibt. Also erstmal, seine Rolle ist die des Außenministers. Zweitens, wir haben gemeinsam die Personaldiskussion beendet. Der Bundesvorsitzende hat das für uns erklärt und damit ist diese Frage für uns abgehakt. Herr Brüderle, nochmal zurück zur Transaktionssteuer. Wenn denn die Transaktionssteuer eine Umsatzsteuer ist, dann verstehe ich Ihre Argumentation nicht. Das wäre sie doch auch im Euro-27-Raum. Also warum lehnen Sie sie für die Euro-17 ab und für die Europa-27 nicht? Also die beste Lösung wäre, so etwas weltweit einzuführen, weil ja die Finanzplätze, sage ich mal, Frankfurt, Paris, London, New York, vielleicht demnächst zunehmend Shanghai, in einem harten Wettbewerb stehen. International ist das jenseits Europas derzeit nicht umsetzbar. Ich habe ja auch zeitweise bei G20-Verhandlungen teilgenommen. Aber wenigstens in Europa muss es mit gleicher Messlatte angepackt werden. Wir haben ja innerhalb der europäischen Entwicklung Modelle à deux vitesses. Wir haben eine Eurozone von 17 Mitgliedern, wir haben eine Europäische Union mit 27 Mitgliedern. Aber bei solchen grundsätzlichen Fragen ist die Auffassung, weil die Grundlage der Beschlussfassung damals auch innerhalb der Bundesregierung, dass europaweit so sein soll. Und deshalb halten wir an dieser richtigen Position fest und wollen nicht neue Wettbewerbsverzerrung. Im Gegenteil, der Binnenmarkt muss in vielen Sektoren noch besser realisiert werden, damit er mehr Wirkung entfalten kann und nicht neue Aufteilungsmechanismen durch unterschiedliche Praktiken haben. Herr Goffert, bitte. Was ist das wichtigste Projekt aus Sicht der Liberalen für den Rest der Legislaturperiode? Das Wichtigste ist, dass wir Europa zum Erfolg verhelfen. Für mich ist Staatsräson, dass Deutschland sich nicht singularisieren darf. Wir brauchen eine europäische Entwicklung, wir brauchen auch einen Euro. Wir brauchen einen stabilen Euro. Entscheidend ist aber, dass wir die Anpassungsmaßnahmen, die Neugestaltungsmaßnahmen, also Europa ja, aber ein Stück anders, jetzt richtig bauen. Das hat sich gezeigt, dass auch nicht zuletzt durch das Verstoßen von Deutschland, damals Grün-Rot, gemeinsam mit den Franzosen gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt ein sinnvolles Instrumentarium seine Wirkung beraubt hat. Jetzt müssen wir es besser machen und härten. Denn wenn dieser Stabilitätspakt 2, den wir dabei sind, auf den Weg zu bringen mit dem Kernstück des ESM scheitern sollte, er darf nicht scheitern, aber wenn er scheitern sollte, gibt es ja nur zwei Wege, logischerweise noch. Denn ein Weg, was Trichet in Aachen bei der Karlspreisverleihung angesprochen hat, das ist die bundesstaatliche Variante der Integration. Ein europäischer Finanzminister ist ja nichts anderes als eine Variante der europäischen politischen Union oder den Weg zu gehen, dass man die Währungsunion, die Eurozone auf Länder konzentriert, die willens und bereit sind, das, was man miteinander vereinbart, auch umzusetzen, anzuwenden. Das wären die beiden anderen Wege, die denklogisch, wenn das nicht gelingen sollte, dieser Stabilitätspakt 2 mit schärferen Zähnen, dann noch übrig blieben. Die Sie geführt haben, nochmal zu EFFF und ESM, zu den Rettungsfonds, sind Sie da immer noch zuversichtlich, dass es eine eigene Mehrheit der Koalition geben wird? Ja. Ich bin davon nach wie vor überzeugt, dass die Koalition eine eigenständige Mehrheit hat. Soweit. Ja. Gibt es weitere Fragen? Wir sind handlungsfähig und werden auch handeln. Und selbstverständlich haben wir noch interessante Diskussionssitzungen, Rat und Arbeitskreisen. Aber die Sache ist es wert, mit vollem Einsatz dafür einzutreten. Gut, wir danken Ihnen recht herzlich, dass Sie uns hier begleitet haben auf der Klausurtagung.